Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Football Manager 2022. Ich habe gehört, wir wollen heute drei Spiele gewinnen und sind danach glücklich. Wäre jedenfalls sehr schön. Spielen gegen Gijón, dann gegen Sevilla und FK Sarajevo, die ja auch im ersten Spiel richtig auf den Sack bekommen haben von Rom. Also sollte gerade das letzte Spiel heute eine sehr einfache Sache werden. Bei Gijón auf 19 bin ich mir nicht so sicher, bei Sevilla sowieso nicht. Die sind momentan sogar vor uns, auch wenn sie schon ihren sechsten Spieltag hatten. Würde sagen, da nichts passiert ist, legen wir einfach los. Das hier waren die Ergebnisse am Vortag. Real Madrid ist momentan richtig gut in Form. Die haben ja auch uns bereits besiegt. Auch Barca ist noch gut in Form, aber nicht so gut wie Real Madrid, der Meister. Schauen wir mal, ne? Das ist die Aufstellung von Gijón im 5-2-1-2. Das ist meine Aufstellung hier. Simples 4-3-3 hat ja auch mal gut funktioniert. Ein paar Umstellungen wieder im Gegensatz zum letzten Spiel, wo wir gegen Malaga 6-2 gewonnen haben. Ja, und diese beiden Gegentore, die wir kassiert haben, waren halt beides Tore, die unser Gegner Malaga erzielt hat, als sie halt in Unterzahl waren, weshalb ich da jetzt nicht so positiv drauf zu sprechen bin, auf dieses Spiel, was wir jetzt zuletzt hatten. Aber ich hoffe einfach mal, dass es heute gut laufen wird. Nun, Jess ist unter anderem wieder drinne. Wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass die Fitness dann für das nächste Spiel gegen Sevilla noch gut ist. Da wir eine relativ einfache Europa-League-Gruppe haben, würde ich behaupten, dass wir bis Dezember ja wahrscheinlich nicht so die größten Fitnessprobleme haben sollten. Kommt natürlich darauf an, ob wir Verletzte haben werden oder nicht, was wir hoffentlich nicht haben werden. Jetzt aber erstmal gewinnen, bitte, gegen den Tabellen 19. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich heute anstellen werden. Ich hoffe deutlich besser als in der letzten Partie. Auf geht's, Boys. Auf geht's. Vujicevic heute, zuletzt hat der Hagmann seine ersten beiden Tore gemacht. Trotzdem, Vujicevic ist für die wichtigen, für die schwierigeren Spiele jetzt erstmal gesetzt. Hauptsache, er zahlt mir das Vertrauen auch zurück, während nun jetzt ein bisschen weit weg ist von Josimar Sanchez, der die Flanke lang reinwirft. Soriano, easy. Ganz sicher. Na, klatscht den Ball lang nach vorne, halt direkt zum Gegner. Das ist das große Problem, was Soriano hat. Er kann halt nicht Fußball spielen. Das war bei Jeski Lane halt auch schon der Fall. Da war es sogar noch schlimmer. Oh, ui, was war das denn? Aber ja, das Problem ist dann halt auch wieder, dass er sich halt nicht an die Taktik hält, ne? Weil, warum, ne? Warum klatscht er den Ball jetzt lang nach vorne, wenn wir kurz abspielen haben? Ne, es macht halt einfach keinen Sinn. Und er hatte ja genug Möglichkeiten fürs kurze Abspiel. Ich glaube, wir haben nicht drinne. Ja, auf Innenverteidiger und Außenverteidiger. Es standen genug Spieler da, die auch frei waren. Das ist halt dann... Das finde ich ein bisschen schade, dass der Keeper sich nicht an unsere Taktik hält. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass wir weiter noch kein Tor gemacht haben. Aus 12 Schüssen nur 4 davon aufs Tor. Letztes Jahr haben wir in solchen Spielen ungefähr 30 Schüsse gebraucht, bis wir mal ein Tor erzielt haben. Ich glaube, so 26, 27 waren immer die Schüsse, die dann halt endlich mal reingegangen sind. Ich hoffe mal, dass wir heute nicht so viele brauchen, um ein Tor zu erzielen im richtigen Tor. Ibanez ist derjenige, der ein bisschen abfällt von der Note. Sonjona heute auch bisher blass geblieben. Ich gehe mal auf Offensiv und auf höheres Tempo. Und etwas breiter. Das dürfte klappen gegen die Taktik von Gijón. Jetzt aber erstmal eben Gijón im Ballbesitz, während wir nicht rangehen. Gabrielsen hat es gut gemacht. Jo, Konterchance. Ah, schöner Ball, aber leider nicht lang genug. Jetzt selbst die Konterchance für Gijón. Oh, nicht gut von Utkin, aber stark. Oh, sorry, es war Lacic. Jetzt war es gut von Utkin. Vujicevic und dann natürlich ein zu schlechter Abschluss. Uroš Kabić wird reinkommen für Ibanez. Man wird auch Diomande rein... Ja, scheiße, den habe ich nicht mitgenommen. Ach, der ist auch verletzt, glaube ich, gerade. Ja, wir brauchen schnell noch irgendwo 8 Schüsschen, ansonsten wird das hier ein Unentschieden. Also das gleiche Problem, was wir letztes Jahr hatten, haben wir auch dieses Jahr leider. Dass wir einfach zu wenig Tore machen aus den etlichen Chancen, die wir eigentlich haben müssten. Die dann aber gerne auch mal qualitativ nicht hoch genug sind, scheinbar. Dass man die überhaupt erst sieht. Akman kommt rein. Und, ja, mehr können wir eigentlich gar nicht machen. Alles nach vorne für die letzten 10 Minuten.
gegen den Tabellen-19., der hier ausharrt. Schlechter Ball. Auch der ist sehr schlecht. Der war etwas besser. Biuk. Ah, traut sich nicht zu flanken. Al-Nouri schon. Ah, nicht gut. Nunez wird er schießen. Er schießt, aber schießt auch über das Tor. Ach Jungs, geht das schon wieder los. Ne? Weißt du, die Punkte, die musst du halt holen, ne? Gegen so Kackvereine. Aber ja, wir haben halt auch einfach zu wenig Schüsse. 23 Schüsse, davon nur 7 aufs Tor. Es war mal wieder eins dieser Spiele. Rückfall in die letzte Saison, Jungs. Das, immerhin sind mal alle motiviert beim Flaschenwurf. Das kann halt so nicht sein, ne? Ich muss in die Champions League kommen. Das hat nichts mit Möchten oder mit Wille zu tun. Es muss einfach passieren. Ohne Wenn und Aber muss es passieren. Ich sehe es nicht ein, dass wir so viel Geld ausgeben für irgendwelche Spieler, die dann halt nicht schaffen, Tore zu erzielen. Und dann halt auch irgendwie an sich selbst wieder scheitern. Ich möchte das nicht sehen. Und ich muss in die Champions League kommen. Und so wird das nichts, wenn wir gegen den Tabellen-19. Mal wieder das größte Kackteam der Liga nur ein Unentschieden holen. Ein billiges Drecks-Unentschieden. Darf nicht angehen. Heißt natürlich, dass Vujicic ohne Tor jetzt erstmal rausgeht. Krabic geht raus. Da ja auch Mattsson jetzt wieder fit sein sollte. Der auch dringend benötigt wird. Verletzung von ihm kam zu einem ganz blöden Zeitpunkt. Diomande war übrigens nicht verletzt. Ich wollte das Spiel nur ein bisschen zur Rotation nutzen. Hat sich aber ja nicht ergeben. Super unnötig halt. Extrem unnötig sogar. Und genau jetzt muss man halt das schon wieder so klar ansprechen, damit es nicht nochmal passiert. Das Problem ist halt, ich hätte jetzt gerne den Trainingsplan umgestellt in dieser Woche und nochmal ein bisschen mehr härter trainiert, damit die Jungs checken, dass es so nicht geht. Aber leider haben wir ja schon ein Spiel am Mittwoch. Von daher macht es leider keinen Sinn. Also so oder so wird es mit 9 Punkten nichts, also glücklich werde ich schon mal nicht in dieser Folge. Ärgert mich extrem. Ich verstehe es halt auch nicht, ne? Warum brauchen die immer so viele Chancen, um die Tore zu erzielen? Oder warum kriegen wir es nicht hin gegen diese größten Scheißteams der Liga, uns qualitativ gute Chancen halt auch rauszuspielen? Weil die können ja auch nicht so gut gewesen sein, wenn von, was waren es jetzt am Ende, 25 Schüssen oder so, nur irgendwie 7 aufs Tor gehen. Ich meine, da waren schon ein paar gute Paraden dabei vom Keeper. Da waren auch schon ein paar gute Chancen dabei, die wir gesehen haben. Aber alles in allem war es ja trotzdem nichts. Real Madrid marschiert einfach unfassbar durch die Liga, auch jetzt schon wieder ein 4-0. Unfassbar. Also unglaublich, was die machen aktuell. Sevilla auf 5, wir auf 3. Ich glaube, beide haben jetzt gerade 10 oder 11 Punkte. Ist so unnötig, ne, gegen so eine scheiß Teams Punkte liegen zu lassen. Ich glaube, gegen Girona, wenn die jetzt ihr Spiel heute verlieren sollten, werde ich am Sonntag wohl mal wieder auf das 2-4-3-1 gehen, damit wir mehr Power haben. Valencia hat verloren, Sociedad hat verloren und Gijón liegt momentan in Führung. 4-3-3 beim Gegner. Umgestellt haben wir ja gerade schon. Fitness sieht nicht gut aus, ne? Boto muss ich noch einnehmen. Gut, gleich wird es wieder komplette Rotation geben gegen Sarajevo. Aber wundert mich ehrlich gesagt, dass die Fitness dann doch schon jetzt nicht so gut ist. Aber werden sie es schon hinkriegen. Und Sevilla sollte deutlich einfacher zu bespielen sein als Gijón, einfach so wie der FM funktioniert. Ich meine, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir jetzt irgendwie 7-0 gewinnen
Das wäre halt auch wieder typisch FM und vor allem typisch uns. Aber Sevilla bloß nicht unterschätzen natürlich dabei. Die haben auch gute Spieler. Haben einen französischen Stürmer vorne. 21 Jahre alt, 550.000 bis 5,4 Millionen Marktwert. Während Adi Akman wohl eine Rippenprellung hat. Ich würde sagen, der kann erstmal noch spielen, aber wir beobachten den Fall. Da ist er gleich mal. Juck, muss nach rechts legen, macht's nicht, aber macht das Tor und macht auch das richtige Tor. Sehr schön, 1-0. Ich meine, du hast natürlich ganz klar mehr Chancen gegen Sevilla, ne? Weil die spielen natürlich auch mehr nach vorne. Es macht ja irgendwo alles Sinn. Ich meine, ich bin jetzt nicht doof, ne? Dass ich jetzt mich über irgendwas beschwere, was halt absolut unrealistisch ist oder so. Klar, dass sich Rijon als 19 da hinten reinstellt, auch mit der Fünferkette. Aber wir haben ja trotzdem genug Chancen gehabt. Und jetzt haben wir gleich mit dem vierten Schuss. Guck mal, jetzt haben wir 5 Schüsse und 5 aufs Tor. Warum kriegen wir das halt nicht etwas besser hin gegen einen Gegner, der deutlich schlechter verteidigen müsste? Vielleicht werde ich mal beim nächsten Mal, wenn wir gegen so einen schlechten Gegner spielen, Girona führt übrigens jetzt gerade, mal auf geduldig spielen gehen. Vielleicht klappt das ein bisschen besser gegen die. Ich meine, das ist immer noch das Gute im FM, dass du halt irgendwo das Ganze immer noch ein kleines bisschen nachvollziehen kannst, auch wenn es halt sehr, sehr bescheuert wirkt. Ich meine, einige Sachen sind komplett unrealistisch und bescheuert, gerade die Team-Talks. Aber ein bisschen nachvollziehen kann man ja wenigstens immer noch so ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm wie bei FIFA. Gut aufgepasst von Gabrielsen. Dann war es ein bisschen schlecht gemacht von Iglesias, weil er hätte eigentlich zu diesem Ball hingehen müssen. Diomande und Piton. Diomande. Oh, ein schöner Ball und Utkin kriegt den Abpraller. Sehr schön. Daniel. Sehr schön. 2-0. Schöner Run von Diomande. Sehr, sehr schöner Run. Auch gut in der Zusammenarbeit mit Lukas Piton. Und das hat Diomande. Eigentlich hat er das richtig stark gemacht. Wurde dann gut abgefangen von Vitao. Aber kommt ja zum Glück noch irgendwie zu uns. Kriegt Diomande den Assist? Leider nicht, aber oh, er hat sogar 2 Assists bekommen, schade. Sehr schön, Jungs, weiter so. Schön für mich auch zu sehen, dass Diomande gleich da ist, ne? Weil so, jo, das ist ja klar gesetzt bei uns als Stammzehner. Aber Diomande soll ja auch trotzdem halt ab und zu mal spielen. Der soll ja nicht nur zur Deko da sein, der soll auch wirklich uns auch Spiele gewinnen. Und wenn er das so macht, wie er heute macht, dann macht er das auf jeden Fall. Er hat eine 7,7 und da ist gar nicht mal der 2. Assist drin, ne? So, Gabrielsen sollten wir rausnehmen, weil Fitness nicht gut ist, nehme ich an. Yep, okay. Mache ich nicht. Was ich machen werde, ist Madsen reinbringen für Bjuk für die nächsten 20 Minuten. Und dann Aiden Nuri für Lukas Piton, weil er noch ein bisschen angeschlagen war. Einwurf von uns direkt zum Gegner. Oh, schwierig das jetzt zu verteidigen. Stark von Kasa, super stark gemacht. Ist da hohes Risiko eingegangen, dass er so hoch gepresst hat. Aber hat sich den Ball dann endgültig halt auch geschnappt und dadurch alles richtig gemacht. Kann auch gerne schief gehen. Guter Ball von Kabic. Diomande krönt seine Leistung sogar mit einem Türchen. Oh, das ist ein saustarkes Spiel von Diomande. Wenn er so weitermacht, heißt er bei mir nur noch Dio, ne? Wie die Metal-Legende, aber ich glaube von meinen Zuschauern kennt kaum einer Dio. Ah, Ackmann, ne? 6-5, das ist der heute enttäuscht. Utkin werde ich mal rausnehmen, der hat genug gezeigt heute, dann kommt Rajic rein. Und ja, wie erwartet, ne, ist das einfach ein super souveräner Sieg. Sevilla hat fast nichts gezeigt, was gefährlich gewesen wäre. Und deswegen ist es immer so frustrierend zu sehen, wie die Jungs sich anstellen gegen den Tabellen 19, der halt deutlich schlechter verteidigen müsste. Ja, das Argument, ne, wie eben schon gesagt, gibt's auf jeden Fall, dass du gegen Sevilla auch mehr Räume hast, die wir halt auch jetzt im Endeffekt ausgenutzt haben, die um an die stark spielt. Aber ja, du kannst halt dieses Argument nehmen. Sevilla ist eine stärkere Mannschaft, deswegen gibt es mehr Räume. Zum anderen kannst du aber auch sagen, oh, Celtic hat rot bekommen. Zum anderen kannst du aber auch sagen,
Gijón ist halt eine deutlich schlechtere Mannschaft und deswegen sollten sie auch deutlich schlechter verteidigen als eben Sevilla. Also müsste sich das eigentlich ausgleichen, weshalb ich das nicht ganz verstehe, warum wir da uns so anstellen und so strugglen gegen den Tabellen-19. Kann es sein, dass wir jetzt gerade schon zwei Spiele durch haben und wir haben gerade mal 15 Minuten aufgenommen? Also ich habe zwar euch gesagt, ich möchte momentan viel im Voraus aufnehmen, weshalb es meistens nur auf drei Spiele limitiert ist, die Folge. Aber ich glaube, wenn wir jetzt innerhalb von ein paar Minütchen gegen Sarajevo fertig wären, gut, wenn es nach 0 wird, dann sowieso nicht. Aber dann werde ich wahrscheinlich noch Girona reinnehmen. Also wenn wir bis zur ungefähr 25. Minute fertig sind mit dem Sarajevo-Spiel, dann werde ich auf jeden Fall noch das Girona-Spiel mit reinnehmen. Da werden wir aber gleich wieder komplett rotieren müssen oder wollen. Wegen Fitness. Danach ist Pause, oder was? Casas würde gerne einen neuen Vertrag haben. Franco, please? Ah, der konnte die Unzufriedenheit nicht lösen. Wir vielleicht? Wir können's. Sehr gut. Ist danach echt Länderspielpause? Oder warum habe ich hier die für mich typischen Länderspielpausen Trainingseinheiten drin? Weil wir haben noch gar keine Nominierungen bekommen. Aber okay, wird anscheinend Länderspielpause sein. Unsere 19 spielt jetzt gegen das Team Liechtenstein in der Youth League Quali. Sind ja nicht direkt qualifiziert wegen uns. Und wir gewinnen 13-0. Jo. War wohl etwas einfach. Ich scoute momentan anscheinend. Gut, dass mir das mal jemand sagt. So, Matson kann, Piton kann. Wie stellen wir denn auf? Wieder viel, die noch nicht so viel Matchpraxis haben. Dann Piton auf jeden Fall und Matson. Die nicht komplett spielen lassen, ne? Weil wir haben ja gesehen, Fitness ist nicht so geil. Franco darf mal wieder. Rachic darf. Nunez darf. Vicente darf. Vujicevic darf. Pimentel nehme ich mal mit, wobei der hat ja eben erst gespielt. Nehmen wir mal Diomanden. Der hat jetzt gerade so gut gespielt, eigentlich möchte ich den in der nächsten Partie von Anfang an sehen. Vargas würde ich nicht mitnehmen. Iglesias kommt mit. So, hinten nehmen wir auf jeden Fall Juan Fernandes und Pablo hat gerade gespielt, dann würde ich Casas nehmen. Ein Nuri auf jeden Fall mitnehmen, Soriano im Tor. So, und dann Sonjoda auf der 10. Biok kommt mit, Gabrielsen kommt auf. Ja, wobei ich würde Pablo auf die Bank nehmen. Innenverteidiger sehe ich heute nicht, dass wir den wechseln müssen. Und Kabic und als Ersatzstürmer nehmen wir Akman mit. Bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob der nicht vielleicht von Anfang an spielen sollte, aber ich nehme mal lieber Vujicevic. Jo, dann los. Leute, Sarajevo hat, glaube ich, 7-0 oder so verloren. 6-0, 7-0 gegen Rom. Also ich möchte jetzt hier ein ähnlich hohes Ergebnis von uns sehen. Und ich schätze Ofi Kreta sogar stärker an als FK Sarajevo. Von daher, bitte, ne? Also jetzt stellt euch mal nicht an. Es war übrigens ein 6-0. Und Rom jetzt gegen Ofi Kreta. Scout hatte übrigens nicht recht. Der hatte eben noch von einem 4-2-3-1 geredet. War aber im Endeffekt, oder ist jetzt im Endeffekt ein 4-4-1. 1. Da hat jetzt gerade noch eine Zahl gefehlt. Vujicevic, die erste Chance für uns. Ah, scheitert. An Sofko. Kann aber besser. Schöner Ball auf Vicente. Nochmal zurück auf Vracic. Und dann ist der Ball auch endlich drin. Sehr schön. 20 Minuten hat es trotzdem gedauert. Ah, dann war der Ball drinne. Mit dem Innenpfosten sogar. Wichtig jetzt auch für uns, dass die Jungs nochmal ordentlich Matchpraxis bekommen, was sie durch dieses Spiel bekommen werden. Sonjoda, ei, 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 ei. Das war aber ein bisschen
sehr schlecht abgeschlossen. Alles sicher. Ist jetzt halt auch nicht wirklich die größte Herausforderung, dieses Pressing zu umgehen, ne, was FK Sarajevo, sagen wir mal, spielt. Und jetzt übers komplette Feld. Matson kriegt ihn nicht. Die Chance für Piton und Son Yoda. Vujicic. Ja, schade, 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 schade. Aber so ganz souverän sieht das jetzt nicht aus. Also, ja, was heißt hier? Also, es sieht souverän aus, aber es sieht nicht aus, als ob wir hier 8-0 gewinnen werden oder so. Müssen wir auch nicht. Solange wir gegen Rom halt nicht verlieren, ist das auch komplett in Ordnung. Vujicic macht das Abseitstor. Yep, leider wirklich abseits. Kein 2-0. Ja, ich sag mal, macht weiter so. Es war zwar keine gute Partie. Ich werde jetzt mal probieren, was ist, wenn wir geduldig spielen reinmachen. Ob die Jungs da vielleicht ein bisschen smarter agieren und... Naja, dann halt mehr aus ihren Möglichkeiten machen. Wenn sie halt nicht sofort raufballern ohne Ende. Vujicic. Sollte ich schon wieder ein schlechtes Händchen gehabt haben mit meinen Stürmern dieses Jahr. Rom übrigens mittlerweile 2-0, also die werden auf jeden Fall gewinnen. So, Piton wird jetzt erstmal gehen. Weil er noch nicht komplett fit ist und das gleiche dann auch gleich mit Matson, der auch noch nicht komplett fit ist. Muss man ja nicht übertreiben. Und für die Fitness werden jetzt 30 Minuten nicht so viel Abbruch tun für das Girona-Spiel bei Bjuk und bei Aitnuri. Schöner Freistoß eigentlich. Leider nicht drinne. So langsam mache ich mir aber ehrlich gesagt Sorgen, ne, weil wir das 2-0 nicht hinkriegen. Und was ist, wenn Sarajevo einmal vors Tor kommt? Ich meine, die hatten jetzt ein Schüsschen, was sogar einen 0,26 XG-Wert hatte, wow. Ich möchte jetzt hier nicht so ein dummes Unentschieden gegen die größte Kackmannschaft der kompletten Europa League machen, ne? Das ist eine sehr gute Chance für Vujicic, den muss er machen. Den macht er auch, endlich. Hat lang genug gedauert. Aber jetzt war es dann auch endlich soweit. Mit dem 27. Schuss. ...15 Minuten haben wir noch. Und dann machen wir, weil er danach Länderspielpause ist, so oder so noch das Girona-Spiel. Was haben wir denn? Passgenauigkeit. Momentan nur 91%. Also was heißt denn nur, aber... ...sah noch ein bisschen mehr aus eigentlich von dem, was wir gesehen haben. Nun jetzt Flanke auf Bjuk, der macht das Ding sehr schön. 33 Schüsse, davon aber auch nur 3 aufs Tor, 3 reingegangen, ne? Von den 33 Schüssen waren nur 14 aufs Tor. Also alles in allem geht's wirklich besser. Schiedsrichter ist nicht bekannt, finde ich auch sehr schön immer. 3200, nee. 320 Auswärtsfans nur. Muss nach rechts legen. Macht das auch. Und Vujicic, meine Güte, Son Yoda und starke Parade war aber vorher eh abseits. Mann, ey. Irgendwo machen sie ja ihre Tore, ne? Aber es ist halt nicht genug eigentlich. Jedenfalls Vujicic. Bei Akman würde ich doch nicht sagen, die machen ihre Tore, weil bisher hat er nur 2 Tore gemacht und die waren relativ geschenkt. In der Liga ja zum Beispiel noch kein einziges Tor.
eigentlich auch Juck. Ja, Son Yoda macht das Ding ja sicher. Das meine ich übrigens gerade. Es sieht so aus, als ob wir irgendwie jeden Pass anbringen. Und ich meine, 91% ist ja jetzt auch nicht wenig. Aber ich hätte jetzt schon so mit 92, 93 gerechnet. Würden mit diesem Tor jetzt an Rom vorbeigehen, die nicht genug Tore gemacht haben gegen Opikreta, während wir das 5-0 machen. Jetzt fangen sie an, Tore zu erzielen. Sehr schön. Casas war es, glaube ich, mit dem 5-0. Jupp. Ja, wir müssten jetzt mehr Tore erzielt haben als Rom. Und jetzt sind sie aufgewacht. Boah! Zofko lenkt den Ball irgendwie noch an die Latte. Jetzt sind sie aufgewacht. Jetzt müsst ihr aber auch kein Gegentor kassieren, ne? Konterchance. Um. Ja. Lässt sich lange Zeit. Mit Daniel Nunez noch. Flanke auf Bjuk. Und Vujicevic abseits. Ja, 5-0 Sieg. In der 76., 79., 81. haben wir dann nochmal Tore gemacht. Also in der zweiten Halbzeit sind wir dann mal irgendwo mal aufgewacht. Rom hat nur 2-0 gewonnen, das trotz zwei roter Karten von Opikreta. Damit sind wir jetzt auf Platz 1. Durch die Tordifferenz. Sehr schön. Ja, also selbst wenn wir gegen Rom nicht gewinnen sollten, was ich natürlich nicht hoffe, wird das quasi ein Spaziergang werden. Weil Sarajevo und Kreta sind wirklich nicht gut. Wir sind jetzt schon auf einem sehr guten Niveau. Noch nicht leider auf dem Niveau, dass wir Real Madrid angreifen können, was ich schade finde. 28 Spieler wurden berufen. Ohne Vargas, alles klar. Ich glaube, nichts super Interessantes, oder? Nee, ich glaube nicht wenig werden doch, aber wir haben ja auch super viele Spieler mittlerweile abgegeben, die in der andorranischen Nationalelf sein sollten. So, mal wieder gute Trainingsnoten, sehr schön. Wenn das Gesamtdurchschnittsrating des Trainings über 8 ist, bin ich eigentlich immer sehr zufrieden. Villarreal hat gewonnen. Wir sind übrigens wirklich auf Platz 3 geblieben, ne? Trotz des Unentschiedens. Kann man natürlich sagen, oh gut, zum Glück, ne? Aber ich denke mir dann eher, ja, was wäre möglich? Wie viel hätten wir dann gut machen können im eigentlichen Sinne? Weil ich bin halt auch jemand, der möchte dann lieber seine Schäfchen quasi im Trocknen haben. Und nicht dann auf der letzten Rille irgendwie noch gerade so Champions League erreichen, sondern ich möchte im allerliebsten Falle schon am 28. Spieltag klar haben, dass es in die Champions League geht. Hab da nicht so Bock drauf auf die ganz engen Dinger. Dafür haben wir die K.O.-Spiele. Diomande ist auch dabei für die Elfenbeinküste. Conte ist einfach Trainer der Türkei. Okay. Intradesting. So, und ich würde jetzt gerne Girona besiegen. Denn das wäre sehr schön. Die sind auf 11, also allzu schlecht sollten sie nicht sein. Allerdings auch nicht allzu gut, sonst wären wir nicht im Mittelfeld. Sind die Aufsteiger? Haben wir letztes Jahr gegen Girona gespielt? Ja, ne? Wir haben die bespielt, glaube ich. Aber auf jeden Fall nochmal nachgucken gleich. Und dann erstmal gucken, was die anderen so machen. Gerade Atletico ist bestimmt auch interessant. Kaderatmosphäre ist super nach oben geschossen, sehr gut. Ja, immer noch ein bisschen das Problem, dass Kabic halt so ein bisschen rumquengelt, ne? Atletico 4-3 gegen Sociedad, ganz enges Ding. Sevilla hat Barca besiegt, nachdem wir Sevilla besiegt haben. Valencia liegt momentan hinten.
So, was tauschen wir denn so Schönes? Diomande habe ich gesagt, der darf. Der hat eine richtig gute Leistung. Iglesias darf, Aitnuri darf. Hinten kommt dann natürlich Gabrielsen wieder rein für Juan Fernandes. Ich werde auf jeden Fall Boto mitnehmen anstatt Piton, weil Boto auch so spielen wird. Mit Kabic, Matson, nee, Biuk kommt rein. Und Utkin kommt auf die Position bei Rajic. Vujicic lasse ich. Und dann geht's los. Acht Änderungen sind es dann doch noch. Aber ich habe eigentlich gar nichts so gegen diese krasse Rotation immer, weil wenn sich das einbürgert bei den Spielern, dann spielen die eigentlich auch nicht irgendwie schlecht. So von dem, was ich so habe, weil ich habe das regelmäßig eigentlich, dass ich, wenn ich einen richtig krassen Kader habe, dass ich dann hier und da mal in der Liga komplett rotiere. Und dann halt mich auf die Champions League Gruppenphase irgendwie konzentriere. So, Gironas Fitness sollte genauso gut sein. Nur Valera hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht, aber das sieht eigentlich auch noch ganz gut aus hier. Ist das Carlo Holse? Karl heißt er echt? Heißt er Karl? Carlo, okay, dankeschön. Den hatten wir auch mal, ne? Ich glaube, bei Hansa Rostock müsste es gewesen sein, hatten wir Carlo Holse. Irgendwo hatten wir eine richtige Dänemark-Connection. Und ich meine, das war bei Hansa mit Nørrestrand. Dann mit einem Sechser, bei dem ich den Namen jetzt gerade nicht mehr weiß. Und ich glaube, Carlo Holse dürfte da auch gewesen sein. Relativ frühes Pressing von Girona. Ja, und dann natürlich die absolute Einladung. Und gute Parade von Soriano. Jungs, na, also bitte, darf nicht passieren. Vielleicht eine richtig dicke Chance für Girona innerhalb der ersten 20 Minuten. Da müssen wir schnell aufwachen. Valera scheint gut drauf zu sein. Oh Gott, Jungs, was macht ihr denn schwer für Mist hier? Wieder nur ein. Alter, Jungs! Könnt ihr mal mit diesen Drecksbällen hinten raus auf? Ja. Kann sein, dass Rodado auch im letzten Spiel gegen uns getroffen hat. Ey, was ist denn das schon wieder für ein Spiel? Jeder Ball geht zum Gegner. Meine Fresse, ey. Was soll denn der fucking Mist? Fangt mal an, Fußball zu spielen, ihr Vollidioten. Ja, Girona dominiert uns, ne? Ist ja lächerlich schon wieder. Ey, gegen Sevilla läuft's so gut und jetzt gegen Girona irgend so ein dahergelaufenen Verein aus der fucking City Group. Der ist jetzt auf einmal wieder gut. Jungs, was soll denn der Kack hier? Nee, nicht demotiviert sein. Hört mal auf, hier jetzt so scheiße zu sein und fangt mal an, Fußball zu spielen. Das kann sich doch kein Mensch hier anschauen. Meine Güte, Alter. Immer wieder die gleiche Scheiße. Sobald irgendein Drecksverein ankommt, der noch nie in seinem Scheißleben was gerissen hat, könnt ihr sofort nicht mehr Fußball spielen. So, drei Wechsel zur Pause ist auch bitter nötig bei so einem Scheiß, den wir schon wieder sehen müssen. Ah, Abseits. Ich akzeptiere es halt einfach nicht, ne, dass wir in der Liga so eine Kackspiele nicht einfach hoch gewinnen. Dass wir da sogar noch Gegentor kassieren. Also bitte, wo kommen wir denn da hin, Gegentor zu kassieren? Ja, Soriano steht schon wieder am komplett falschen Pfosten. Zum Glück haben wir die Latte, die besser ist als Soriano. Wäre mal nötig, jetzt langsam mal ein Türchen zu machen. Ackmann, richtig schlechter Kopfball. Mal wieder. Also Stand jetzt werden wir uns auf jeden Fall einen Stürmer holen im Winter. Weil Ackmann leider Vollkatastrophe ist. Biuk kriegt ihn nicht. Sonjoda! Mann, schade. Oh, gefährlich. Weil halt Nuri sich dazu entschieden hat, da nicht hinzugehen. Ackmann macht das Tor. Man muss wie immer nur kritisieren, aber es reicht noch nicht. Momentan ist es nur ein 1-1.
Das reicht definitiv nicht. Selbst wenn wir damit vor Atletico und Celta Vigo Sevilla sind, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Aber es sieht nicht wirklich aus, als ob wir noch was aufs Feld bringen können. Auf einmal gibt's gar keine Szene mehr. Jetzt vielleicht mal ein Nuri Bjuk, aber es ist abseits. Da stand leider wirklich sehr, sehr weit zum Tor. Ja, wer hätte es gedacht? Schade, wäre natürlich jetzt echt schön gewesen, aber oh, boah, wir haben einfach vier Spieler, die da meilenweit im Abseits stehen. Oh Jungs, ey, oh Jungs. Ach, wieder gegen so einen unfassbar schlechten Verein, ey. Oh Gott, ey. Junge, ihr könnt's doch. Jungs, ihr könnt's. Aber warum kriegt ihr es nicht aufs Feld gegen die größten Scheißvereine? Warum? Ey, ihr könnt doch nicht gegen Sevilla easy gewinnen. Super einfach, weißt du, das war wirklich das leichteste Spiel der kompletten Saison bisher, die dann halt danach Barca besiegen und denen die erste Saisonniederlage übrigens auch zufügen. Und dann stellen wir uns so an gegen Girona und gegen Gijón. Ach, ey, FM, du bist so frustrierend immer, ey. Immerhin hat Akman mal ein Tor gemacht. Aus dem Spiel heraus. Ach Gott, ey. Ja, gut, da werden wir, ich glaube, ich werde den Trainingsplan mal jetzt nicht auf das Normale, was ich habe, in der Länderspielpause machen, sondern ich werde mal wirklich jetzt hardcore nochmal die Offensive trainieren, damit wir endlich mal Tore machen, meine Güte, ey. Ich meine, wir haben, ja, es ist schon wieder das Gleiche, ne, es ist wie das, wie letztes Jahr. Wir kassieren nicht viele Gegentore, wir machen relativ viele Tore, aber es sind halt schon wieder genau diese Tore, die uns wehtun. Es sind 8 Gegentore und wir haben, glaube ich, in fast jedem Spiel gerade, in jedem Ligaspiel ein Gegentor kassiert. So, hier war es nicht so schlimm im Endeffekt, weil wir genug Tore erzielt haben. Hier haben wir dann kein Tor erzielt und jetzt hier haben wir hier ein Gegentor kassiert. Und dadurch halt nur ein Unentschieden gespielt, obwohl wir hier, ich hätte gerne halt 3 Tore weniger gegen Malaga gemacht, übrigens auch 2 Gegentore weniger kassiert, und dafür hier jetzt mehr Tore gemacht. Wir brauchen diese Balance, die wir halt nicht finden. Und, ja, ihr denkt euch halt, Brudi, chill, es ist der 9. Spieltag, reg dich nicht so auf. Aber das sind halt genau diese Punkte wieder, die uns am Ende fehlen werden. Sociedad kann ich akzeptieren. Die sind normalerweise gut. Aber Gijón 19, Girona 11. Das sind jetzt schon wieder 4 Punkte, die uns fehlen. Und alleine mit 4 Punkten letztes Jahr wären wir, glaube ich, schon wieder deutlich näher dran gewesen. Dann wären es nur noch 3 Punkte gewesen. Und das gleiche war letztes Jahr halt auch, ne? Da haben wir auch gegen Gijón unentschieden gespielt. Gegen Mallorca unentschieden gespielt. Das darf nicht passieren. Ganz einfach, es darf nicht passieren. Ohne Wenn und Aber, es darf nicht passieren. Deswegen regt es mich so auf, auch so früh in der Saison schon, dass wir am 8. Spieltag schon 2 so unfassbar dumme Spiele hatten, wo wir richtig krass Punkte haben liegen lassen. Das darf wirklich nicht passieren. Nie. Wenn du halt wirklich in die Champions League kommen möchtest. Dadurch ist es eng. Lass mal jetzt nächstes Spiel verlieren, ne, gegen Valladolid. Und Atletico, Celta Vigo, Sevilla, Granada gewinnen alle. Und schon sind wir nur auf Platz 7. Klar, da kann man auch wieder sagen, 9. Spieltag ist noch nichts verloren und so weiter. Aber warum soll ich denn jetzt schon versuchen zu fighten, wenn ich ganz einfach 4 Punkte mehr haben kann, punktgleich mit Barca sein kann und auch einfach dadurch dann 5 Punkte Vorsprung schon habe auf Platz 4? Ne, das ist halt dann so meine Denkweise. Warum soll ich denn da jetzt nicht jetzt schon auf den Tisch hauen? Und das mache ich jetzt halt auch mit dem Trainingsplan, den ich jetzt ändern werde und halt deutlich mehr Offensive trainieren werde, weil wir brauchen das auf jeden Fall. Ich möchte dieses Jahr einen Titel gewinnen und Champions League erreichen. Wenn wir das nicht schaffen, selbst wenn wir Champions League erreichen, aber keinen Titel gewinnen, dann ist es für mich eine verlorene Saison wieder. Weil so viel Ehrgeiz habe ich, dass ich auch in einem Videospiel einfach endlich mal in der 8. Saison was gewinnen möchte. Selbst wenn wir mit dem FC Andorra natürlich scheiß Voraussetzungen haben. Und ja, jetzt hatten wir mal Geld, aber auch dadurch bedingt, dass wir echt viel verkauft haben. Apropos, was macht eigentlich Jill Herme? Spielt er?
verstehe nicht, warum das hier immer so gesplittet ist, ne? Das ist ein Bug halt einfach. Man höre und staune, Guilherme spielt. Und er spielt sogar relativ solide. 7,03. Zwar kein Tor, keine Vorlage, wie auch bei uns, aber er spielt immerhin. Und sein Marktwert geht auch ordentlich nach oben. Wir haben keine Weiterverkaufsklausel, ne? Na gut. Na gut. Sehen uns bei der nächsten Folge wieder, ne? Ich hoffe mal, dass wir da das hinkriegen, dass wir die 6 Punkte in La Liga holen. Es ist sehr, sehr wichtig. Ah, ärgert mich, ne? Heute nur 2 Unentschieden. In der Liga so dumm. Es ist halt unnötig einfach. Es ist einfach fucking unnötig. Aber ja, so ist unsere Mannschaft halt. Mal schauen, ob es klappt, wenn ich jetzt den Trainingsplan umstelle auf nur Offensive. Wir werden es dann erfahren. Am Freitag in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschö.